Herzlich willkommen zu unserer Serie Energiewirtschaft der Zukunft. Ich begrüße jetzt hier Bernd Schnabel. Er ist der Geschäftsführer der Campus EW und hat reichhaltige Erfahrungen in der Stadtwerkewelt sammeln können in seinem Berufsleben. Herzlich willkommen, Herr Schnabel. Guten Tag. Wir sind ja hier heute im Hotel Stadtpalais in Köln. Vielen Dank auch übrigens an das Hotel, das uns diese Aufnahmen hier ermöglicht. Und wir sprechen heute ja über die Stadtwerkewelt und ihre Herausforderungen. Sie steht vor großen Herausforderungen, vor großen Umbrüchen. Ihre Einschätzung, was sind derzeit die größten Umbrüche, mit denen die Stadtwerkewelt umgehen muss? Wir haben sehr, sehr große Herausforderungen im Sinne der Liberalisierung. Der Wettbewerb nimmt zunehmend zu. Wir haben vor allen Dingen zu realisieren, das, was die Politik uns in die Bücher schreibt, nämlich die Energiewende zu realisieren. Wir wollen die Energie so gestalten, dass sie halt nicht mehr zu einer Erderwärmung zugerät. Das ist das ganze Thema, was wir kennen unter dem ganzen Gesichtspunkt Energiewende. Wir haben das Thema Digitalisierung umzusetzen. Wir haben Wettbewerb, Kundenansprüche. Wir müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln. Also die Ansprüche sind doch sehr vielfältig geworden, die auf uns und letztendlich auch dann die Stadtwerke und ihre Mitarbeiter dann im Moment heruntersegelt. Lassen Sie mich mal so ausdrücken. Ja. Man hat früher Stadtwerke ja so ein bisschen als sicherer Hafen gesehen. Also war so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto. Wenn man in einem Stadtwerk angestellt wurde, dann wusste man, von der Wiege bis zur Bahre ist alles gelaufen. Aber das hört sich mir jetzt ja tatsächlich so an, als würden da auch auf die Mitarbeiter große Herausforderungen zukommen. Ja, sehr richtig. Also früher, man hatte früher mal gesagt, einmal Stadtwerke-Mitarbeiter, immer Stadtwerke-Mitarbeiter, genau. Auch als Geschäftsführer. War man einmal Geschäftsführer eines Stadtwerkes, dann ist man da auch in Rente gegangen. Tatsächlich in den letzten Jahren hat sich das sehr, sehr stark verändert. Wir sehen es auch jetzt gerade in den Schulungen. Viele, viele Mitarbeiter kommen aus anderen Branchen in diese Branche herein, aus dem Versicherungswesen, aus sogar Gesundheitswesen, überall kommen neue Mitarbeiter in diese Branche herein, müssen an diese Branche herangeführt werden, müssen mit den Mechanismen vertraut gemacht werden. Die Ansprüche sind doch sehr, sehr komplex. Die ganzen rechtliche Situation, aber auch die technische Situation hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Die Ansprüche an Mitarbeiter, auch an alteingesessene Mitarbeiter, haben sich in einem Maß geändert, dass viele, viele Mitarbeiter auch überfordert sind von den ganzen Herausforderungen und Anforderungen, die wir haben, sodass das ganze Anforderungsprofil an diese Mitarbeiter doch für viele eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Das heißt, das ganze Thema Schulung, Ausbildung ist für ein Stadtwerk zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Tatsächlich ist es ja so, dass Stadtwerke immer mehr auch vom Versorger zum Dienstleister werden. Und gerade in dem Kontext müssen ja auch ganz andere Abläufe eintrainiert werden, müssen gelernt werden. Das heißt also, alle Mitarbeiter sind da mit sehr vielen neuen Vokabeln, würde ich fast sagen, konfrontiert. Also mit sehr vielen neuen Abläufen, mit sehr vielen neuen Produkten, mit sehr vielen neuen Begriffen, die vorher überhaupt keine Rolle spielten. Insofern wird ja tatsächlich dann die Weiterbildung immer, also gerade was solche Grundlagen angeht, immer wichtiger. Ja. Ich möchte sogar da das noch einen draufsatteln und noch das nochmal versuchen zu konkretisieren. Also es ist tatsächlich so, dass wir als Stadtwerke zukünftig nicht mehr allein diejenigen sind, die die Energie liefern, sondern es ist ja politischer Wille und es ist ja auch dieser Wandel ja gerade im Prozess auch gerade am Laufen, dass die Energieversorgung immer mehr von einer zentralen in eine dezentrale Versorgung wird. Wir als Privatpersonen werden zukünftig unsere Energie selber erzeugen, aber nicht nur wir als Privatpersonen, sondern viele Unternehmen auch, viele Versorgungsunternehmen, Lieferanten, ja, die Versorgungsketten. Wir werden viele, viele neue Player im Markt erkennen, die zukünftig Strom liefern, aber nicht nur Strom liefern, sondern auch Wärme und Gas liefern und alles, was damit zu tun hat, sodass uns als ein eingesessenes Stadtwerk die Märkte in Richtung Mengen, Strukturen, Kilowattstunden, Kubikmeter einfach wegbrechen.
Das heißt, wir werden nicht mehr diese Mengen an Kilowattstunden liefern können, an Kubikmeter liefern können. Das wiederum bedingt logischerweise sofort, mit welchen Mitteln, mit welchen Produkten, mit welchen Modellen verdienen Stadtwerke zukünftig letztendlich ihr Geld. Wenn genau diese alteingesessene, ich würde mal sagen, Margenstruktur, die wir früher erwirtschaftet haben, von heute auf morgen plötzlich weg ist. Und dieser Wandel, glaube ich, der geht viel schneller, wie manche Unternehmen sich heute noch selber einreden. Wir sind mitten in diesem Wandel begriffen. Jeder baut sich heute auf sein Haus, wenn er kann, wenn er die Möglichkeit hat, eine PV-Anlage. Jeder kann sich in den Keller eine Stromerzeugungsanlage in Form eines BHKWs stellen. Speicher werden langsam wirtschaftlicher, auch unterstützt durch letztendlich Möglichkeiten, Förderungsmöglichkeiten durch die Politik. Das Ganze führt dazu, dass wir dem System großflächig Mengen entziehen, die letztendlich uns als Stadtwerke fehlen und damit wir logischerweise auch Stadtwerke dann auch keine Geschäft mehr generieren können. Das wird im Moment genau der Boomerang, den viele Stadtwerke im Moment, glaube ich, unterschätzen. Und das bedingt, mit welchem Produkt, mit welchen Produkten, mit welchen Geschäftsmodellen wir später unser Geld verdienen. Oder nicht nur später, ich würde fast sagen, morgen und heute schon unser Geld verdienen müssen. Sie entwickeln da ja sozusagen eine Vision von vielen kleinen Versorgern. Also eben nicht mehr die großen Versorger, sondern das wird anscheinend dann eine Welt werden, wo sozusagen jeder ein Versorger ist. Ja, Stadtwerke waren früher Unternehmen, die mit wenigen kleinen Geschäftsmodellen ihr Geld verdient haben. Man hat ein Kraftwerk gebaut, man hat mit wenigen großen Projekten viel Geld verdienen können durch Eigenerzeugung und so weiter. Diese Zeit ist vorbei, die Welt ist heute viel kleinteiliger geworden. Wir werden in dieser Welt erleben müssen, dass wir viele, viele, viele kleine Produkte anbieten müssen und jedes einzelne Produkt natürlich nicht mehr diesen EBIT erwirtschaften kann, den wir früher noch durch große Kraftwerke erwirtschaften konnten. Die Welt ist eine ganz andere geworden. Die Welt wird sich immer mehr in die Richtung kleinteilig entwickeln. Da spielen so Sachen wie Effizienz natürlich eine Rolle, da spielen Sachen wie Digitalisierung eine Rolle. Jeder muss für sich den Weg finden, der in seinem Versorgungsgebiet der richtige Weg ist. Es gibt nicht den Weg. Es gibt viele, viele Wege, die Kreativität erfordern, die Marketing erfordern, die Vertriebskanäle hervorbringen. Das Marketing aus meiner Sicht wird eine ganz, ganz entscheidende Rolle bekommen. Produkte werden entstehen, werden wieder vom Markt verschwinden. Wir müssen mit dieser Situation einfach mal umgehen. Sie müssen sich so vorstellen, Stadtwerke waren früher, die haben Kilowattstunden und Kubikmeter geliefert. Das war's dann. Heute und morgen werden wir Produkte haben. Die sind eine kurze Zeit die Stars, ja, Boston Consulting, Matrix und so weiter. Die werden Geld, mit denen verdienen wir Geld. Und morgen sind die plötzlich ja die Pure Dogs, die sind verschwunden vom Markt. Dann entstehen wieder neue Produkte. Diese Zyklen werden immer kürzer, die werden immer rasanter, immer kleinteiliger. Und damit umzugehen, das ist unsere Herausforderung. Das sind die Herausforderungen der Zukunft. Also letztlich vielleicht ja auch sogar schon in der Zukunft Produkte, an die heute noch überhaupt niemand denkt. Na klar, also ich will mal so sagen, ja, es gibt viele, viele Beispiele im Markt, ja, ob das der Kaffeeverkauf wie Chibo angeht, ob das Tankstellen sind, die haben früher gelebt von einem Produkt, alleinigen Produkt, das sie angeboten haben, wie Kaffee oder Benzin. Heute wissen wir, heute geht man in den Chibo und kauft keinen Kaffee mehr, sondern man kauft was ganz anderes. Eine ganze Bandbreite an Produkten. Ja. Und Stadtwerke wird das genauso betreffen. Ja, ich will nicht sagen, dass Stadtwerke morgen keine Kilowattstunde und keine Kubikmeter verkaufen. Natürlich werden wir auch weiterhin unsere Klasse Commodity versorgen. Natürlich werden wir Strom verkaufen, natürlich werden wir Gas verkaufen, aber die Notwendigkeit ist da, dass wir auch was anderes verkaufen. Und das kann, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das kann was ganz anderes sein, wo viele heute noch gar nicht dran denken. Ja? Da ist einfach diese Kreativität gefordert, im Markt Lücken zu finden, Alleinstellungsmerkmale zu finden, um diese, ich will mal sagen, Produkte zu finden, für die Menschen auch das Vertrauen an Stadtwerke haben, dafür Geld auszugeben und auch dem Stadtwerk das Vertrauen entgegenbringen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Das war ja jetzt ein Riesentableau an Herausforderungen, das wir da herausgearbeitet haben. Ich muss sagen, ich bin gespannt, wie wirklich das Stadtwerk der Zukunft aussehen wird, wenn wir das noch erleben, wenn ich das so sagen darf. Also vielen Dank, vielen ganz herzlichen Dank für diese sehr interessanten Einschätzungen, für diese sehr interessante Vision. Und Sie haben es ja gesagt, das macht letztlich Ausbildung immer wichtiger. Ständige Fortbildung für Mitarbeiter, sowohl für neu einsteigende Mitarbeiter als auch für die Urgesteine der Stadtwerke. Sehr richtig, ja.
Ja, wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders über einen Like. Sie wissen ja, Daumen hoch. Und wenn Sie andere Themen aus der Stadtwerke-Welt ganz einfach mal anschauen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal.